Jesus am Ground Zero. Was soll denn das bedeuten? Ein ähm, Angriff auf die Tore der Unterwelt. Was hat's damit auf sich? Und was übersieht man ganz schnell mal bei dem Bericht über die Verklärung oder Umgestaltung oder Transfiguration Jesu? Das sind so Sachen, mit denen wir uns heute beschäftigen möchten hier auf dem Kanal. Ja, schauen wir mal, was uns da erwartet. Damit erstmal ein herzliches Willkommen hier auf Faith.Science. Mein Name ist Jascha Schmitz und der Kanal hier ist dazu da, dir und mir zu helfen, selbstbestimmt eigene Schlüsse ziehen zu lernen. Speziell im Bereich Glauben und Wissenschaft. Dazu hinterfragen wir hier so ganz unzensiert äh, biblische Dinge, sehr oft eben das christliche Weltbild, aber auch Wissenschaft, Geschichte und so weiter. Und hier in der Reihe haben wir uns letztes Mal damit beschäftigt, mit der Thematik, ja, dass Jesus, als er gestartet hat, so gesehen, oder auch seinen äh, Dienst einfach durchgeführt hat hier auf der Erde, dass er dadurch verschiedenste Dinge gezeigt hat, dass das nicht nur einfach ein Lehrwerk war, um Liebe zu verbreiten, sondern dass er eigentlich gezeigt hat, dass es da auch gegen, ja, unsichtbare Mächte, äh, geht von dem, was er tut. Er hat dann äh, Jünger ausgesandt, die Dämonen austreiben konnten. Er hat das selbst gemacht und so weiter. Solche Dinge. Da war eine Sache, die wir letztes Mal gesehen haben, dass er 70 Jünger ausgesandt hatte. Diese Zahl 70 war so eine Symbolik gewesen für die Nationen, die bei Babel ähm, aufgesplittet wurden und unter die Herrschaft so von Geistwesen kamen, wie es da irgendwie beschrieben wird. Also die ganzen Sachen in der Playlist, falls das jetzt komisch klingt für dich um das mal biblisch nachzuvollziehen, verlinke ich hier oben die Playlist, dann kannst du da gerne reinschauen. Ansonsten lasst dich jetzt einfach mal überraschen, was wir uns heute anschauen zu der Thematik eben ja, was waren so Scharmützel oder kleine Auseinandersetzungen ja im gegen die Mächte der Finsternis, sagen wir es mal so ein bisschen polemisch hier. Und da möchten wir einsteigen in Matthäus Kapitel 16, und das ist eine Situation, die passierte, bevor Jesus diese 70 Jünger zum Predigen ausgesandt hat. Also das war noch davor in der Reihenfolge. So also machen wir nochmal einen Sprung gedanklich zurück. Und das war eine Situation, wo sie in der Gegend ganz im Norden Israels waren, also Jesus und seine Jünger, und zwar in Caesarea Philippi. Und auf dem Weg dahin, da hat Jesus dem Petrus eine Frage gestellt, und zwar, für wen sie ihn halten, also was sie denken, wer Jesus ist. Und das habe ich hier schon geöffnet, hier auf der rechten Seite die Notizen. Ich lese das mal vor, ich habe hier zwei Bibeln offen, ich lese mal aus der Schlachter, das ist hier links. Da antwortete Simon Petrus und sprach, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, glücklich bist du, Simon, Sohn des Jona, denn Fleisch und Blut hat dir das nicht geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und ich sage dir auch, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten des Totenreichs sollen sie nicht überwältigen. Also ist dahin erstmal. Ja, da mal ein kurzes Zitat aus dem Buch The Unseen Realm, was hier so ein bisschen als Grundlage dient vom äh, Dr. Michael Heiser. Er sagt hier, diese Stelle gehört zu den umstrittensten in der Bibel, denn sie ist ein zentraler Punkt in der Debatte zwischen den römischen Katholiken, die sich darauf berufen, um zu argumentieren, dass die Stelle Petrus zum Führer der Urkirche, damit zum Erb ersten Papst macht. Und diejenigen, die diese Idee ablehnen. Also, das hier ist so der Text eben im Katholischen, wo man sagt, okay, ne, Katholiken sagen, hier ist Petrus als erster Papst ernannt worden oder auf den sollte die Kirche gegründet werden, die Gemeinde. Äh, Gibt es, müsste man ein eigenes Video zu machen, da wollen wir jetzt heute gar nicht drauf eingehen, was eigentlich dagegen spricht, <laughs> sage ich jetzt mal einfach frecherweise. Äh, Punkte wie, dass Petrus im weiteren Verlauf nachher in der Apostelgeschichte und so, eigentlich gar nicht derjenige war, der Wortführer war, sondern Jakobus war das zum Beispiel bei diesem Konzil gewesen. Die Bevollmächtigung, die Petrus hier nachher bekommt, da kommen wir gleich nochmal zu dieses Binden und Lösen, was er da erhält, das bekommen in Matthäus Kapitel 18 alle Jünger. Also da gibt es eben ja, Argumente, weswegen irgendwann halt auch bei den Evangelischen, bei den Protestanten, es ja dazu kam durch Luther, dass äh, dieser Text hier anders verstanden wird von vielen und dass eben nicht das Papsttun sozusagen auf eine, einen Bibelfers hier nur gegründet wird, so, ne, auf diese eine Stelle. Ähm, das ist sozusagen den Protestanten zu mager, mir persönlich auch. Ich habe da eh schlechte, ähm, <laughs> schlechte Erinnerungen daran, die Autorität von religiösen Führern so an einen Bibeltext zu... Binden, falls es nicht weiß, ich war ähm, in der Organisation von Zeugen Jehovas aufgewachsen und da gibt es sowas Ähnliches wie so ein Papst, sind halt acht Personen und das ist auch anhand eines Bibeltexts, sage ich mal, Matthäus 24, wird so die Autorität festgelegt. Und das ist halt schon immer ein bisschen gefährlich. Aber worum geht es uns jetzt heute hier? Wir wollen mal gucken, was denn hier diese ganze Aussage zusätzlich bedeuten könnte. Also die Protestanten sagen ja hier, ne, auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, dass sich das auf die Aussage von Petrus bezieht, dass Jesus der Sohn des lebendigen Gottes ist. Ne? Deswegen habe ich es hier grün markiert. Petrus sagt ja, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Dann sagt Jesus zu ihm, ey, super, das hast du von oben bekommen, die Info. Und Jesus erwidert dann, okay, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, also sozusagen auf deine Aussage, ne? dass er selbst der Sohn des lebendigen Gottes ist. Also da beziehen Protestanten das eben dann auf Jesus selbst, diesen Felsen, was auch zu einem Text in Jesaja kommt. Aber was hat das hier mit den Pforten des Totenreichs auf sich und so? Und gibt es da vielleicht noch eine andere Erklärung zu dem Felsen? Also könnte man das. Ja, doppeldeutig sozusagen verstehen. Was hat es damit auf sich? Geht es da um was kosmisches, um was Größeres noch, was wir hier vielleicht aufmachen? Also der Ort des Geschehens, wo findet das hier gerade statt, was wir lesen? Lass wir uns hier angucken. Das ist in Caesarea Philippi. Und dieser geografische Kontext, den muss man jetzt mal im Kopf behalten bei dieser Aussage hier. Also mit dem Pforten des Totenreichs und mit diesem Felsen. Also Caesarea Philippi, dieser Ort könnte einem bekannt vorkommen, falls du dir frühere Videos hier schon angeguckt hast aus der Reihe Norden Israels. Dann ist es nämlich ein Ort, der im Alten Testament für diese ganzen Kämpfe und Eroberungen auch gegen diese Riesenclans bekannt war wo die Rephaim äh, genannt wurden und so, und wo Josua seinen Feldzug im Norden Israels durchgeführt hat. Und da ging es eben gegen diese Letzten der Rephaim, äh, Herrscher von dem Berg Hermon und so weiter. Also da waren halt so spezielle Leute erwähnt, die äh, in der Bibel so als Nachfahren der Nephilim bezeichnet werden. Ja, und wie ist das jetzt zur Zeit Jesu? Mit Caesarea Philippi. Also was verbindet man da jetzt noch weiter mit? Ich möchte mal zwei, drei Sachen vorlesen. Also zum einen erstmal ganz neutral. Caesarea Philippi bezeichnet im Markus Evangelium auch einen geografischen Wendepunkt. Der nördlichste Punkt ist erreicht und ab jetzt führt der Weg nach Süden, nach Jerusalem, zu seinem Leiden und Sterben. Okay, also hier fängt so ein Wendepunkt im Leben Jesu an in dieser Epoche oder in dieser Phase von Jesu Leben. Nächstes Zitat, also das war ähm, Lexikon zur Bibel, Geschichte, Archäologie, Geographie und Theologie, da war es ein kurzer Auszug. Nächstes Zitat aus dem Anchor Bible Dictionary, da heißt es, der Historiker Eusebius notiert, bis heute ist der Berg von Panias und dem Libanon als Hermon bekannt, und wird von den Völkern als Heiligtum respektiert. Also er spricht da über diese Gegend, weil Caesarea Philippi auch als Panias bezeichnet wurde damals. Also ist den Völkern als Heiligtum bekannt, schreibt Eusebius, oder wird so respektiert. Dann heißt es im ähm, Dictionary weiter, mehr als 20 Tempel wurden auf dem Berg Hermon und in seiner Umgebung untersucht. Im Vergleich zu anderen Regionen an der phönizischen Küste ist dies eine beispiellose Anzahl. Sie scheinen die antiken Kultstätten des Berghermon oder der Berghermon-Bevölkerung zu sein und repräsentieren das kanaanitische oder phönizische Konzept von Open-Air-Kultzentren, die offensichtlich den himmlischen Göttern gewidmet waren. Also da Berg Hermon, diese Region, Caesarea Philippi, massenweise Tempel, die man da gefunden hat, eine Ausgrabung einfach auch, und die waren Göttern geweiht. Ja, das findet man zum Beispiel, wenn man mal guckt auf ähm, Wikipedia, Caesarea Philippi, englische Webseite, da steht übersetzt äh, wörtlich, ja, Caesarea Philippi, was haben wir hier? Ah, die wollen Spenden haben, machen wir kurz weg. Also, das war eine antike römische Stadt am südwestlichen Fuß des Berg Hermon. Sie lag in Nähe einer Quelle, einer Grotte und der dazugehörigen Heiligtümer, die dem griechischen Gott Pan geweiht waren. Also, das ist eben die, der Ort, wo Jesus sich da dann befindet mit seinen Jüngern. Und äh, gucken wir mal, was wir noch so dazu haben. Hier zum Beispiel ein Video, wo man das mal sieht von oben. Also, hier haben wir auch die. Diese Grotte und da ist dann im Grunde eine total schöne Region eigentlich. Ne? Hier mit den ganzen Grünen und das Wasser kommt da an. Aber kann man sich eben vorstellen, da waren halt die ganzen Tempel gebaut in der Region. Kann man heute eben immer noch die Ausgrabungen besichtigen. Ne? Also ganz beeindruckend diese Felsmassive, die man hier auch findet. Ne? Und das hier, also dieses Felsmassiv, wo es hier anfängt und diese Grotte ist, wo eben der Gott Pan dann auch verehrt wurde, was man noch weiß, das ist am Fuß des Bergs Hermon. Da vielleicht die dritte Sache, um mal kurz zu gucken auf Google Maps. Das haben wir da heute. Also hier, ich bin jetzt schon ganz nah reingezoomt, da steht hier auch extra Caesarea Philippi. Ne? Hier oben ist äh, ein Panias, also da wird eben drauf ein, ja, oder die Sachen heißen da noch so, noch benannt nach dem Gott Pan. Das hier ist dieser kleine Park, den wir da gesehen haben, wo auch diese Grotte dann eben ist. Kannst du dir bei Google Street View auch angucken, glaube ich, wenn man sich hier reinzieht, dann kann man, ich mache das mal ganz kurz, zack, kann man hier noch so einen Spaziergang machen und irgendwo ist dann auch die Sicht besser auf diese Grotte. Finde ich jetzt natürlich nicht direkt, aber ich kann es auch noch mal zeigen hier mit den, mit diesen Punkten, ich glaube nämlich diese kleinen Punkte. Da sah man es dann besser. Schauen wir mal eben. Ja, genau. Hier hat man mal so ein Bild davon. Ne? Also hier dieses Felsmassiv, was eben dann eigentlich in den Hermon hochführt. In dieses Gebirge. Und hier ist diese Grotte, wo Pan verehrt wurde. Und genau. Jetzt zoome ich nochmal raus. Schalte mal ganz kurz hier auf Satellitenansicht. Und Zoom hier mal hoch. So, jetzt sieht man nämlich, also hier immer noch Region Caesarea Philippi. Und hier eben ne, haben wir dann den Hermon, also dieses große grüne etwas. Das ist der Berg Hermon. Ist also relativ nah da dran. Ich glaube so 8, 9 Kilometer hier bis zur Spitze oder so. Und äh, ja, da liegt eben sonst auch im Winter Schnee. Ne? Relativ kalt da oben. Ja. Also, das ist die Region, wo das gerade stattfindet, wo Jesus mit dem Petrus spricht. Oder seinen Jüngern. Ja, warum ist das wichtig? Ich lese mal wieder aus dem Buch vor, vom Heiser. Er sagt hier: der Verweis auf himmlische Götter in dem Zitat, also in dem Zitat, was wir hier auch gerade hatten, am dem Anchor Bible Dictionary, die da verehrt wurden. Der Verweis auf himmlische Götter in dem Zitat erinnert uns an die Herrscharen des Himmels, die Söhne Gottes, die in Babel über die Völker gesetzt wurden und von den Israeliten nicht angebetet werden durften. Die Grundlage für die Behauptung des Katholizismus, dass die Kirche auf der Führung von Petrus aufgebaut ist, ist, dass sein Name Fels bedeutet. Sicherlich gibt es in Petrus Bekenntnis ein Wortspiel, aber ich würde behaupten, dass es auch eine wichtige Doppeldeutigkeit gibt. Der Fels bezieht sich auf den Berg, auf dem Jesus seine Aussage macht. So gesehen bekennt Petrus Jesus als den Christus, den Sohn des lebendigen Gottes, an diesem Felsen, diesem Berg, dem Hermon. Warum? Dieser galt in alttestamentlicher Zeit als die Pforte der Hölle, das Tor zum Reich der Toten. Die Tore der Hölle, hm, okay. Noch ein Satz. Die theologische Botschaft könnte nicht dramatischer sein. Jesus sagt, dass er seine Kirche bauen wird und die Pforten der Hölle werden, kommt gleich, werden dem nicht standhalten. Also, was er hier sagen möchte, ist, dass hier eine Doppeldeutigkeit stattfindet, dass wenn Jesus sagt, auf diesem Felsen will ich meine Gemeinde bauen, und sie haben sich gerade hier befunden, ich nehme nochmal die, nehm noch dieses Bild hier rein, gucken wir nochmal ganz kurz, wo war es? Ich glaube, hier. Ne, das war es nicht, aber du weißt noch, ne? Das ähm, mit der Grotte, was wir gerade hatten. Schade, wo war es denn hier? <laughs> Ja, genau. Also stellen wir uns mal vor, Jesus und die Jünger hätten hier gestanden, wären da gerade unterwegs ne, in der Stadt. Und jetzt fragt Jesus ihn eben. Und Jesus antwortet dann, okay, auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Äh, kommt obendrauf, so gesehen. Und was ist jetzt mit den Pforten der Hölle? Also das ist ja hier im Grunde genommen der Eingang in den Hermon, könnte man so symbolisch sagen, wo diese ganzen falschen Götter hier verehrt wurden. Also da sagt Jesus jetzt, die Tore der Hölle können. Ich lese das mal aus der neuen Genfer Übersetzung. Du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und das Totenreich mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein als sie. Oder die Tore des Totenreichs werden nicht stärker sein als sie, so übersetzt das die neue Genfer Übersetzung. Also er sagt hier so, hier haben wir zwar Heidentempel. Hier ist sozusagen das Zentrum von dem, was in unserer Antike halt von falschen Göttern belegt war, wo Josua gegen Rephaim und Riesen gekämpft hat. Also hier befinden wir uns zwar gerade, hier haben wir dieses Felsmassiv, wo auch diese Grotte ist und wo die Tempel hier alle rings um uns sind und so weiter. Hier haben wir das zwar, aber darauf, auf diese ganze Sache, die damals war, darauf baue ich meine Kirche und die Tore dieser Hölle, also die Tore dieser Dinge, die können dem nicht standhalten. Also die werden darunter zugrunde gehen. Das ist jetzt so, die Überlegung kann das sein, dass Jesus das hier gemeint hat, dass es ihm darum ging, weil er an dem Ort Caesarea Philippi war. Und da eben dieses Felsmassiv dann auch direkt vor der Austür war ne? und diese, dieser Bezug zu den Toren der Hölle, also zu dem, was mit dem Hermon damals in der Antike verbunden wurde. Also, wie gesagt, je nach Übersetzung klingt das ein bisschen anders. Jetzt machen wir mal einen Vergleich. Ich lese nochmal vor aus der Schlachter. Da sagt die Übersetzung und die Pforten des Totenreichs sollen sie nicht überwältigen. Also da sieht so aus, als ob die Pforten des Totenreichs Angreifer sind. In der neuen Genfer Übersetzung steht und das Totenreich mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein als sie. Also da steht andersrum, ne? das Totenreich verteidigt sich, aber ist nicht stärker als die Kirche oder die Gemeinde, die gebaut wird. Was stimmt jetzt von beiden? Also vom griechischen Text her ist wohl beides zulässig. Das hängt eben von der Übersetzung jetzt ab oder dem Übersetzer. Aber ein ganz logischer Punkt, der in seinem Buch auch erwähnt wird, was wirklich Sinn macht, wenn man sich mal fragt, was sind Tore? Also wenn hier steht, die Tore sollen nicht überwältigt werden oder sollen nicht stärker sein oder wie auch immer, was sind denn Tore eigentlich? Also, Tore waren zur damaligen Zeit, wenn man jetzt an Städte denkt oder sonst was, das waren Verteidigungsanlagen. Das war ja kein, kein Schwert oder sowas. War kein, mit dem Tor hat man keinen angegriffen, ne? Irgendwie Torflügel genommen und jemand über den Kopf gezogen. Das ist ja Quatsch. Also, Tore waren Verteidigungsanlagen. Und daher macht diese Übersetzung aus der neuen Genfer dann auch mehr Sinn, zu sagen, das Totenreich oder die Tore des Totenreichs werden nicht stärker sein. Also, die werden nicht standhalten so diese ganzen Unterwelt-Tempel und Pan und Konsorten und was auch immer da eben beheimatet war in Caesarea Philippi, da weit im Norden in Bezug zum Berg Hermon und so weiter, da sagt Jesus, also diese ganzen Sachen, diese falsche Anbetung, die Tore der Unterwelt, die werden nicht standhalten gegen das, was jetzt an Gemeinde gebaut wird von ihm. Darauf so gesehen. Also es kommt da drüber, dass wir das nachher irgendwie besiegen. Das ist der Gedanke, Deswegen hier der Satz, Jesus beginnt in der kosmischen Geografie beider Testamente am Ground Zero, um die große Umkehr anzukündigen. Es sind die Pforten des Hades oder Totenreichs, die angegriffen werden und sie werden der Gemeinde oder Kirche nicht standhalten. Ja, also da eben Ground Zero, deswegen, weil in der Antike ne, des Volkes Israel da halt diese krassen Schlachten waren gegen diese Rephaim und so weiter, weil das da war im Norden. Das war die Region, wo Og zum Beispiel über den Hermon geherrscht hat als einer der letzten Rephaim und so. Also dieser Bezug. Jetzt könnte man sich fragen, macht der Bezug wirklich Sinn? Wir gucken gleich weiter, da gibt es noch mehr Dinge zu. Aber wir nehmen jetzt erstmal einen Bibeltext mit rein, wo eben jetzt diejenigen, äh, die ganzen Protestanten, ne? also wenn man das jetzt nicht auf den Papst oder so bezieht, äh, da kommen viele auf den Texten Jesaja Kapitel 28, Vers 16. Das mache ich mal hier auf. Ähm, Ziehe ich mal kurz hier rüber. So. Also Jesaja 28, Vers 16. Weil jetzt nochmal hier die Aussage von Jesus. Auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Ne? Also dieser Felsen jetzt interpretiert als die Aussage von Petrus, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Das ist die Grundlage im Kopf behalten, so gesehen. Jetzt haben wir Jesaja Kapitel 28. Und da haben wir nämlich dann die Aussage in Vers 16. Darum, so spricht Gott der Herr. Siehe, ich lege in Zion einen Stein, einen bewährten Stein, einen kostbaren Eckstein, der aufs Festeste gegründet ist. Wer glaubt, der flieht nicht. Also das ist so ein Text, der wird dann schon mal in Verbindung gebracht dazu, dass Jesus jetzt Fels auf sich beziehen könnte. Hier wird eben auch gesagt, in Zion wird ein Stein gelegt. Also was sich dann eben auch auf den Messias so gesehen bezieht. Und was wir hier in Jesaja nämlich auch haben, deswegen passt das auch gut, diesen Text hier auf Jesus zu beziehen. Da haben wir hier in Vers 17 und 18. Ich lese mal weiter. Und ich will das Recht zur Richtschnur machen und die Gerechtigkeit zur Waage. Der Hagel wird euch Lügenzuflucht wegreißen, eure Lügenzuflucht wegreißen und die Wasser sollen euer Versteck wegschwemmen. Also wie hier wird ein Angriff gegen Gegner, gegen was Falsches wird hier beschrieben, ne? von diesem Stein, der gelegt wird. Und euer Bund mit dem Tod wird außer Kraft gesetzt und euer Vertrag mit dem Totenreich hat keinen Bestand. Wenn die überschwemmende Flut daherfährt, so werdet ihr von ihr zermalmt werden. Also hier haben wir einen Vertrag mit dem Totenreich, das keinen Bestand haben wird, in Jesaja Kapitel 28, Vers 16. Der Septuaginta Hades, ne? also mit dem Hades, so gesehen. Und jetzt in Matthäus 16 haben wir nämlich hier auch das Totenreich, also der Hades, der keinen Bestand haben wird. Hier unten haben wir das Wort Hades. Also hier sieht man eine Verbindung, dass das eben passt und dass Jesus vielleicht jetzt bei diesem Zitat auch Jesaja im Kopf hatte. Der Felsen, der Eckstein, der gelegt wird, was er auf sich bezieht und dann eben zu sagen, das ganze Totenreich, also diese ganzen falschen Götter und so weiter, das wird keinen Bestand haben, das wird weggeschwemmt und noch mal eben Bezug hier. Caesarea, Philippi, das war eine Region, wo am Fuß des Hermon genau diese ganze Götzenverehrung zur Zeit Jesu auch immer noch stattgefunden hat. Ja, dann, switchen wir hier wieder zurück, gibt es noch einen Hinweis darauf. Und zwar, was wurde dem Petrus jetzt hier noch gesagt? Also wie gesagt, das könnte man hier, ähm, könnte man noch mehrere Videos zu machen. Ich lese nochmal Vers 19 und 20 in Matthäus 16. Und ich will dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben, und was du auf Erden binden wirst, das wird im Himmel gebunden sein. Und was du auf Erden lösen wirst, das wird im Himmel gelöst sein. So, diese Zusage mit dem Binden und Lösen ist in Matthäus 18, geht die an alle Jünger, kriegen dann alle nochmal, dass ihnen dieses Recht gegeben wird, oder Apostel da damals dann. Und äh, was hat es damit auf sich? Binden und lösen, da gibt es auch ganz unterschiedliche Auslegungen, werde ich vielleicht auch nochmal ein spezielles Video zu machen. Aber was da sehr interessant ist, ist ein Paper, was im Journal of Biblical Literature veröffentlicht wurde und zwar schon 1985 von Richard Hears, Binding and Losing, also Binden und Lösen, die Autorität in Matthäus, da bespricht er, diese Wörter und fragt einfach mal nach, was hat es denn damit auf sich mit binden und lösen? Wo kommen die Wörter denn sonst vor in der Literatur, die damals existierte, also vor Jesu Zeit? Was war in diesem Zeitraum? Wo wurden die Wörter verwendet, binden und lösen? Und wo werden die auch in der Bibel sonst verwendet? Ja, und er kommt halt zu dem Punkt und ähm, da mal ganz kurz äh, ein paar Bibeltexten zitiert. Dass er sagt, Binden und Lösen hat damit zu tun, dass Dämonen ausgetrieben werden konnten. Dass da die Autorität drüber gegeben wurde, den Jüngern. Also, mal ein paar Texte hier nur kurz hingehauen. Markus 6, Vers 7. Kann ich auch hier mal kurz rüberziehen. Moment, so. Wo habe ich sie jetzt? Also. Zack. Markus 6 Vers 7 Er rief die zwölf zu sich und begann sie je zwei und zwei auszusenden und er gab ihnen Vollmacht über die unreinen Geister. Okay, also da ist noch nichts mit Binden und Lösen, aber das gehörte mit zum Auftrag der Jünger dazu, ne, den sie bekamen. Vers 13 Und trieben viele Dämonen aus und salbten viele Kranke mit Öl und heilten sie. Also hier wird es getrennt, sie haben Kranke geheilt und so, klar, aber sie haben auch Dämonen ausgetrieben. Okay. Lukas 10, Vers 17, die 70 aber kehrten mit Freuden zurück und sprachen, Herr, auch die Dämonen sind uns untertan. Okay, nochmal dieser Gedanke, aber nichts mit Binden und Lösen. Aber jetzt in Markus 3, da geht es nämlich um die Frage hier in Vers 25, wie kann der Satan den Satan austreiben? Und wenn der Satan gegen sich selbst auftritt und entzweit ist, so kann er nicht bestehen, sondern er nimmt ein Ende. Niemand kann in das Haus des Starken hineingehen und seinen Hausrat rauben, es sei denn, er bindet, das ist dieses Wort, zuvor den Starken. Dann erst wird er sein Haus berauben. Da haben wir jetzt dieses Wort für Binden in Verbindung mit Exorzismus. Ziemlich strange, aber ist hier halt so. Dann haben wir die Sache, also es gibt noch eine Ecke mehr Texten, die er erwähnt, aber dann haben wir halt zum Beispiel auch in der Offenbarung, wenn Satan gebunden wird, ist das ein Wort, was damit eben, und ist das das gleiche Wort, ist das auch wieder dieses Deo, Satan wird gebunden. Oder Satan wird losgelassen aus dem Gefängnis, das ist dieses Wort lösen, also wo es eben um ja, Autorität über Geistwesen geht. Und in dem Paper heißt es, übersetzt, ein weiterer Hinweis auf Exorzismus befindet sich oder findet sich in Lukas 10, Vers 17. Dort berichten die Jünger Jesus, dass die Dämonen, Zitat, uns in seinem Namen unterworfen sind. Oder in deinem Namen unterworfen sind. Das hatten wir gerade, ne? Diese 70, die ausgesandt waren, die berichten, dass ihnen die Dämonen unterworfen sind. Jetzt interessant, nach Lukas fand die Erkenntnis des Petrus, dass Jesus der Christus ist, kurz vor der Auswendung der 70 statt. Nach Matthäus übertrug Jesus dem Petrus unmittelbar nach dieser Offenbarung, die Vollmacht zu binden und zu lösen. Jetzt stellt er eine Frage, war es zum Teil die Kenntnis des Namens Jesu, Messias oder Christus, die Petrus dazu befähigte, Dämonen auszutreiben? Paulus Trieb später Dämonen aus und berief sich dabei auf den Namen Jesus Christus. Also, dieses ganze Paper, ja, geht jetzt hier an der Stelle zum Beispiel davon aus, dass sie sagen, okay, in der zeitlichen Abfolge im Bibelbericht, hier haben wir so eine Liste, was wann passierte in linearer zeitlicher Reihenfolge, ne, chronologisch. Da haben wir nämlich hier diese Situation, Jesus sagt, er muss nach Jerusalem, um da getötet zu werden. Und dann geht Jesus auf den, ähm, auf den Berg hinauf, da kommen wir gleich noch zu. Hier ist auch diese Sache, das Gespräch mit Petrus in diesem Bereich. Und danach in Jerusalem, da haben wir das, dass Jesus 70 Jünger aussendet. Und hier wird halt diese Verbindung gezogen, zu sagen, okay, binden und lösen, was jetzt hier dem Petrus anfangs gegeben wurde, nachher aber allen Jüngern. Ähm, ja, es macht halt Sinn, im Kontext so gesehen, das auf die Autorität über Dämonen zu beziehen, auf das Austreiben von Dämonen, was danach dann stattgefunden hat. Also als er nach Jerusalem zurückging und die 70 dann sozusagen ausgesandt wurden, dann fing auch das an, dieses Austreiben von Dämonen unter der Autorität der Jünger. Und wie gesagt, nicht nur Petrus hatten das dann, sondern später eben alle von Jesus bekommen. Warum ist das jetzt wichtig? Wir waren ja jetzt eigentlich in diesem Gespräch mit dem Felsmassiv gerade hängen geblieben, ne? mit Petrus. Dass Jesus sagt, das Totenreich wird nicht standhalten gegen die Gemeinde, wird nicht stärker sein. Ja, wenn Jesus direkt darauf, in dem Satz danach, dann noch sagt, so, und du bekommst Autorität über Dämonen. Ja, macht das auch Sinn, ne? Also, da Caesarea Philippi nochmal der Ort, wo halt diese ganzen Tempel waren, wo die falsche Anbetung damals auch immer noch ausgeübt wurde, was mit Dämonen in Verbindung stand, historisch gesehen, mit den Rephaim, mit dem Riesengeschlecht und so weiter. Und wo da jetzt dem Petrus oder den Jüngern dann im Grunde genommen nachher auch gesagt wurde, ja, Autorität über Dämonen erhaltet ihr auch. Das gehört mit zu dem Plan. Und das haben sie dann ja auch belegen oder beweisen können, haben das gezeigt. Ja, also das bis dahin. Jetzt muss ich kurz gucken, wo wir stehen geblieben waren. Also das zu diesem Binden und Lösen. Ja, und damit haben wir also diese Situation jetzt erstmal zu Ende besprochen. Dann würde ich sagen, machen wir da kurz mal einen Schlussstrich drunter. Wie gesagt. Man kann da noch viel tiefer reingehen, ein extra Video zum Binden und Lösen, könnte man eine Stunde draußen machen. Aber ich werde es Paper verlinken unten. Wenn du Lust hast, guck es dir an. Und zu der Thematik mit Petrus und Fels könnte man auch ein extra Video zu machen. Aber worum es uns heute ging, ist eben dieses, ja, auf den Felsen, der damals sichtbar war, als sie sich da unterhalten haben, höchst oder möglicherweise sichtbar war, diese Interpretation. Und da eben in der Kombination die Pforten des Totenreichs, die nicht standhalten werden der Gemeinde. Das ist die Überlegung, dass es so zu verstehen sein könnte. Gibt es im Kontext des Kapitels da, gibt es da einen Hinweis darauf, dass das passt? Also dass es wirklich darum diese historischen Bezüge ging und so weiter, um das, was halt in der Antike Israels da passiert war mit Josua und so weiter. Ja, gibt's. Weil wir uns jetzt fragen können, wie geht denn das Kapitel weiter? Oder was passiert denn hier nach? Nach dieser Unterhaltung? Also, was, was kommt da jetzt im Bibelbericht? Im Folgekapitel, könnte man sagen. Und direkt noch in der Region, wo sie sich da befinden. Also, der Konflikt spitzt sich jetzt weiter zu, kann man sagen. Wo befinden sie sich? Ich lese mal ganz kurz hier wieder einen Absatz vor. Wie sich die Leser erinnern werden, war der Berg Hermon der Ort, an dem die Gottessöhne aus 1. Mose 6, Vers 1 bis 4 in der jüdischen Literatur, wie in dem Buch Henoch, ihre Rebellion gegen Jahweh begannen. Jesus hatte seinen unsichtbaren Feinden noch eine weitere Aussage zu machen. Matthäus, Markus und Lukas stimmen darin überein, dass das nächste Ereignis im Wirken Jesu nach dem Bekenntnis des Petrus, was ist das nächste Ereignis? Die Transfiguration, Verklärung oder Umgestaltung war. Also, Umgestaltung Jesu oder Verklärung Jesu. Was, das war das nächste Ereignis? Okay, gucken wir mal, lesen wir das doch mal. Das ist dann in Markus 2. Ich jetzt mal hier da steht was passierte und nach sechs tagen nimmt jesus den petrus und den jakobus und den johannes zu sich und führt sie allein beiseite auf einen hohen berg und er wurde vor ihnen verklärt und seine kleider wurden glänzend sehr weiß wie schnee wie kein bleicher auf erden sie weiß machen kann und es erschien ihnen elia mit moses die redeten mit jesus und petrus Begann und sprach zu Jesus, Rabbi, es ist gut, dass wir hier sind. So lass uns drei Hütten bauen. Dir eine, Moses eine und Elia eine. Jetzt Erklärung von Markus hier. Er wusste nämlich nicht, was er sagen sollte, denn sie waren voller Furcht. Ist ja klar. Jesus verändert sich, plötzlich erscheinen da irgendwie Moses und Elia. Und äh, ja, Petrus quasselt drauf los. <laughs> so gesehen. Vers 7. Da kam eine Wolke, die überschattete sie, und aus der Wolke kam eine Stimme, die sprach, Dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Und plötzlich, als sie umherblickten, sahen sie niemanden mehr bei sich als Jesus allein. Und dann ging sie vom Berg runter. Weshalb ging Jesus auf diesen Berg? also warum diese situation die wir hier haben? was sollte das? es gibt eine sehr auffällige parallele und zwar in dem bericht über moses als das volk israel damals in den bund mit jahwe eingetreten ist und die zehn gebote auch bekam und moses auf dem berg sinai war. Ja, Exodus Kapitel 24, Vers 15 bis 18. Habe ich hier mal farblich markiert, so manche Sachen. Da ging nämlich Moses auf einen Berg, ne? also Berg Sinai, wie gesagt. Da machte sich Moses auf, samt seinem Diener Josua und Moses stieg auf den Berg Gottes. Zu den Ältesten aber hatte er gesagt: Erwartet uns hier, bis wir wieder zu euch kommen. Seht, Aaron und Hur sind bei euch. Wer eine Angelegenheit hat, der wende sich an sie. Als nun Moses auf den Berg stieg, bedeckte eine Wolke den Berg, und die Herrlichkeit des Herrn ruhte auf dem Berg Sinai, und die Wolke bedeckte ihn sechs Tage lang. Am siebten Tag aber rief er Moses von der Wolke aus zu. Ja, und dann geht Moses halt sozusagen oder erscheint die Herrlichkeit des Herrn Moses und er bekommt 40 Tage, 40 Nächte, so dieses ganze Gebot vermittelt. Also, diese ganzen Sachen zum Bau der Stiftshütte, welche Gebote sie da hatten und so weiter. Also, hier haben wir Parallelen. Auch da Zitate mal oder ein paar Punkte aus einem Paper von Foster R. McCurley von 1974. Das war da im Journal of Biblical Literature auch mal wieder veröffentlicht. Und er nennt hier einige Parallelen. Also. Parallele 1. Im Bibelbericht: ne, Gleichsetzung von in Matthäus oder in Markus jetzt, nach sechs Tagen geht Jesus auf den Berg. Moses hier am siebten Tag. Ne, am siebten Tag rief der Herr Moses jetzt nochmal so gesehen. Also da haben wir eine Parallele von den Zeiten. In jeder der beiden zwei Geschichten, äh, zweiter Punkt, in jeder der beiden Geschichten überschattet eine Wolke den Berg. Dritter Punkt. Beiden Geschichten gemeinsam ist die göttliche Stimme, die aus der Mitte der überschattenden Wolke spricht. Vierter Punkt. Moses taucht in beiden Geschichten auf, wobei er im Exodus eine zentrale Rolle spielt, bei Markus jedoch eine geringere. Fünfter Punkt. In beiden Geschichten erscheint eine verwandelnde Herrlichkeit. Im alttestamentlichen Bericht leuchtet das Gesicht Mose weil er mit Gott gesprochen hat. Im Neutestamentlichen wird die Erscheinung Jesu auf dem Berg verklärt. Er beginnt zu leuchten. Sechster Punkt, die Anzahl der Personen. Die Sinai-Geschichte erwähnt neben Moses insbesondere Aaron und die Brüder Nadab und Abihu. Also vier Personen werden namentlich erwähnt. In der Verklärungsgeschichte nimmt Jesus Petrus und die Brüder Jakobus und Johannes mit. Auch wieder vier Personen. Also hier haben wir eine Parallele, die eigentlich so dem die mit auf dem Berg waren und nachher den Lesern, den Christen eigentlich klar gewesen sein muss oder den Juden, dass sie gemerkt haben, krass, das, was Jesus hier auf dem Berg geführt hat, das war im Grunde genommen nochmal ein, ja, wie so ein neuer Sinai-Moment. Also die Begebenheit spiegelt ein Ereignis der Geschichte Israels wieder, die Bundesschließung damals, den Startschuss ins Land der Verheißung hineinzugehen. Und ein Unterschied ist, statt dass sie jetzt auf dem Berg 40 Tage lang die Zelte brauchen und die ganzen Gebote bekommen und eben Anweisungen zum Bau eines neuen Tempels und so weiter, passiert nicht, sondern die Stimme auf dem Berg jetzt, wo Jesus oben ist, die sagt nur kurz und knapp: hört auf ihn, also hört auf Jesus. Das ist mein Sohn. Da waren keine riesen mehr nötig und so ab da bei diesem neuen Sinai Moment, da ist sozusagen die Anweisung hört auf ihn. ausreichend. Was unterscheidet sich aber ganz auffällig? Also es gibt natürlich einige Unterschiede, ne? aber die Parallelen kann man hier schon erkennen, aber ein wichtiger Unterschied ist, Jesus ist nicht auf dem Berg Sinai, sondern wo ist Jesus? Was hatten wir jetzt vorhin? Also, sie befanden sich in Caesarea Philippi. Und von da aus, von Caesarea Philippi, hier, von da, wo sie gerade sind, besteigen sie einen sehr hohen Berg. Okay, ich mache nochmal hier die andere Ansicht. Also, sie sind hier, Caesarea Philippi, da unten. Und jetzt besteigen sie einen sehr hohen Berg. So, jetzt sieht man hier die Karte, da sieht man schon, wo ist jetzt hier der nächste sehr hohe Berg. Ja, eigentlich logisch, ne? Also da muss man nicht weit laufen. Hier geht es direkt hoch. Hier ist ein Bergmassiv, direkt vor der Haustür. Und hier steht auch der Name Berg Hermon. Also, ganz einfach, sie sind in der Region und dann ist es logisch, dass sie eigentlich, dass dieser Berg Hermon gewesen sein müsste. Gibt immer noch einige, also die meisten ähm, Theologen und Bibelwissenschaftler. Gehen auch davon mittlerweile eben heutzutage aus, dass der Berg Hermon dann das logischere Ziel war. Früher, ähm, vor einigen Jahrzehnten, war eher Berg Tabor immer im Gespräch, aber da gibt es halt Gründe, die dagegen sprechen, weil da zur Zeit Jesu wohl auch eine römische Garnison drauf war auf dem Berg Tabor. Das passt dann nicht wirklich. Und wie gesagt, der Berg Hermon hier war vor der Haustür. Ja. Dieser Berg Hermon, das hatten wir vorhin öfters schon erwähnt, war nach der jüdischen Tradition auch der Ursprungsort der Gottessöhne aus Genesis 1 bis 4, die... Ja, diese Tradition, die haben unter anderem dann auch Schriften von Petrus und Judas beeinflusst, was sie geschrieben haben. Welche Schrift zum Beispiel, schon mal hier und da erwähnt, das Buch Henoch. Ne? Zählt jetzt nicht zu den Büchern, die in der Bibel drin sind, aber war damals eben bekannte jüdische Literatur. Und in dem Buch Henoch, das öffne ich auch noch mal ganz kurz, da wird nämlich im Grunde genommen, ja, diese Sache beschrieben die in Genesis Kapitel 6 zu finden ist, ne, aus dem der Erklärung heraus, dass es sich da halt um Gottessöhne, um Geistwesen gehandelt hat, die halt hier auf der Erde wirkliche Nachfahren hatten. Ne, mit dieser Interpretation, die wird in Buch Bu buch auch aufgegriffen, und ja, da sind halt diese ähm, Engel. Genau, hier in Vers 2, als die Engel, die Himmelssöhne, sie erblickten, gelüstete es ihnen nach ihnen, also den Frauen, und sie sprachen zueinander: Wir wollen uns Weiber aus den Menschenkindern wählen und uns Kinder zeugen. Genau, und dann in Vers 4, da antworteten ihm alle anderen Engel: ne? Wir wollen alle einen Eid schwören und uns durch gegenseitige Verwünschungen verpflichten, diesen Plan nicht aufzugeben, sondern ihn auszuführen. Da schwuren alle zusammen und verpflichteten sich dazu durch gegenseitige Verwünschungen. Es waren in allem 200, die in Jahrestagen zum, und da haben wir es jetzt, Gipfel des Hermonberges herabstiegen. Sie nannten ihn Hermon, weil sie darauf geschworen und sich durch gegenseitige Verwünschungen gebunden hatten. So, also das hier ist der Ursprung auch so, oder einer der Texte, die eben ja, in der jüdischen Geschichte jetzt sagen, so, okay, der Hermon. Das war in den Köpfen der Juden zur damaligen Zeit der Berg, auf dem nach ihrem Verständnis diese Engelssöhne runtergekommen sind und da eben diesen Schwur oder diese Vereinbarung getroffen haben. Also von wo aus diese Sache eben losging, von vor der Flut. Ja, also was sehen wir jetzt? Wir sehen, dass diese Verklärung oder diese Umgestaltung Jesu an dem Ort stattfindet der in dieser Überlieferung genannt wird. Das heißt, Jesus wählte für das neue Sinai-Schlüsselereignis, diese Transfiguration. Er wählte für dieses Ereignis den Berg Hermon, um Petrus, Jakobus und Johannes genau zu offenbaren, wer er ist, die verkörperliche Herrlichkeit, die Essenz Gottes, der göttliche Name, der durch die Inkarnation sichtbar gemacht wurde. Zitat aus dem Buch, nochmal anziehen, Ryan. Zitat, die Bedeutung ist ebenso klar, nämlich ich mache die feindlichen Mächte der unsichtbaren Welt auf mich aufmerksam. Ich bin auf die Erde gekommen, um mir das zurückzuholen, was mir gehört. Das Reich Gottes ist angebrochen. Der Bericht über das Bekenntnis des Petrus am Fuße des Berges Hermon und die Offenbarung der Verklärung oder Umgestaltung an seinen unheiligen Hängen auf dem Berg Hermon markieren einen wichtigen Wendepunkt im Leben Jesu. Vor allem in der Darstellung des Markus-Evangeliums. Nachdem er bei der Verklärung den Fedehandschuh hingeworfen hat, macht er sich auf den Weg nach Jerusalem in den Tod. Und übrigens auch, ne, da sendet er auch die 70 Jünger aus, ne, die dann Dämonen plötzlich austreiben können und so weiter und diese Macht zum Binden und Lösen da haben. Ein Gelehrter drückt das so aus, Markus legt nicht nur einen konsistenten und historischen wahrscheinlichen Bericht über die Bewegung Jesu während der letzten Wochen oder Monate seines Lebens vor. Es gibt in der Tat gute Gründe, den Bericht als historisch korrekt zu akzeptieren. Wie lang dieser Zeitraum war, lässt sich nicht feststellen, aber er beginnt mit dem Bekenntnis des Petrus in der Nähe von Caesarea Philippi und einer praktisch gleichzeitigen Überzeugung oder Ankündigung Jesu, dass er eine solche Anerkennung durch die Menge oder die Obrigkeit nicht erwarten könnte, sondern dass er in Jerusalem erscheinen und dort auf die eine oder andere Weise die Leiden der Endzeit erleiden müsse, bevor das Reich Gottes kommen könne. Der Feind weiß, wer Jesus ist. Aber wie bereits erwähnt, kennen die Mächte der Finsternis den Plan nicht. Jesus hat sie zum Handeln verleitet. Und sie werden handeln. Er hat ihnen den Strick gegeben und sie werden sich eifrig daran aufhängen. Jesus wird nach Jerusalem gehen, um von dem Kelch zu trinken, den der Vater für ihn vorgesehen hat. Aber das Werkzeug des Todes wird der Katalysator sein, der das Reich Gottes in seiner ganzen Kraft in Gang setzt. Also hier eben dieser Gedanke. Jesus bestätigt am Fuß des Hermon, dem Petrus, dass die neue Gemeinde, die gegründet wird, diesen Toren der Unterwelt nicht, dass die Tore der Unterwelt dieser neuen Gemeinde nichts entgegenzusetzen haben. Die werden nicht standhalten. Also die Gemeinde wird stärker sein als diese ganzen falschen Götter, die über die Nationen was zu sagen haben. Das bestätigt er dem Petrus unten. Dann auf dem Berg dieses neue Sinai-Ereignis. Auf dem Berg, wo ursprünglich mal nach jüdischer Tradition diese Gottessöhne runtergekommen sind, auf dem Berg Hermon passiert das, da macht Jesus das. Also als ob er extra nach Norden gegangen ist mit seinen Jüngern, um da dieses Statement zu setzen, so von wegen, also hier, wo damals die gefallenen Gottessöhne so ihren Staat gemacht haben, hier auf dem Berg setze ich jetzt ein Zeichen und zeige halt, dass das Reich Gottes jetzt startet. Jetzt geht's los und dann geht er nach Jerusalem und da passiert ja auch noch mal diese Predigtaktion halt und im Grunde genommen was der Heiser eben hier so sagen möchte ist ja er trickst diese Dämonen diese Geistwesen oder sowas trickst er jetzt da hinein dass sie sagen jetzt müssen wir was gegen Jesus machen jetzt müssen wir was gegen ihn unternehmen weil Jesus hat auf dem Hermon ja angekündigt, dass sein Reich jetzt startet. Das wurde ja jetzt irgendwie klar. Also, jetzt müssen wir es irgendwie verhindern noch. Und ja, die Dämonen oder die ne, bösen Mächte der Finsternis, wie auch immer man es nennen soll, werden dahin getrieben, Jesus zu töten. Und genau das war ja der falsche Punkt. Ne? Genau der Tod Jesu ist das, was halt das Reich Gottes erst richtig durchstarten lässt. Also das halt so als ein Verständnis dieser Passagen von Petrus, von dem Felsgeschichte da, von den Toren der Unterwelt, von dem Hermon dieser Umgestaltung und so weiter. Ein mögliches Verständnis, was den Bezug zum Alten Testament halt zieht in diesen Versen. Ja. Das waren so die Gedanken zum heutigen Video. Ich hoffe, dass, ähm, oder zu den heutigen Texten, die wir besprochen haben. Ich hoffe, das war interessant für dich, dass in dem folgen konntest. Wenn du. Das anders siehst, schreib's gerne unten rein. Na, wie gesagt, hier das soll so eine Möglichkeit sein, mal den Text aus dieser Perspektive zu sehen. Für mich selbst kann ich sagen, das macht viele Bezüge zum Alten Testament sehr äh, deutlich. Ich habe letztens übrigens noch ein Paper gelesen, wollte ich auch mal ein Video zu machen, wo es um diesen Dämonen-Legion ging, also was auch in Markus erwähnt wird. Legion, der dann in die Schweineherde geht und so, wo auch wieder Bezüge zu diesen ähm, Geistwesen sind, die über die Nation gesetzt sind, sogar auch wieder zum Buch Henoch und äh, diesem, was die Juden damals halt im Kopf hatten alle und wir heute nicht. Also da gibt's wirklich vieles, was die Bezüge zum Alten Testament aus meiner Sicht ähm, sehr gut erklärt. Aber wie gesagt, wenn du es anders siehst, wenn du Fragen hast, was auch immer, schreib's gerne unten rein. Würde mich auf jeden Fall interessieren, was du dazu denkst. Und ähm, wenn du den Kanal unterstützen möchtest, klick doch unten gerne auf ein Abo. Dann bekommst du auch die äh, Info, wenn die nächsten Videos kommen, beziehungsweise wenn dir die Glocke anklickst, bekommst du auf jeden Fall die nächsten Infos. Und falls du ähm, den Kanal durch eine Spende unterstützen möchtest, sind auch die Infos unten drunter. Und an der Stelle wieder ein dickes, dickes Dankeschön eben auch für dich, wenn du schon äh, das sogar machst und mir da einfach hilfst, auch die Zeit hier freischaufeln zu können für die ganzen Vorbereitungen und das Recherchieren und das Abdrehen hier und so. Und dann ganz vielen lieben Dank auch dafür. Ja, und mit dem Dank möchte ich mich verabschieden und wünsche erstmal eine schöne Woche, schöne Tage und freue mich, wenn wir uns im nächsten Video dann wiedersehen. Bis dahin.